Ja, er nimmt tatsächlich auf. Er macht Er das nimmt auf, tatsächlich. Du bist ja. total drauf, ey. Ach du Du bist Schande, voll darf man. drauf. Ja, Oh, wir hatten heute ein kleines Problem. Und zwar war unser Problem, ich weiß nicht, sieht man mich überhaupt? Nase von Okay, dir. die Nase von mir, die reicht auch manchmal. Mehr will man auch von mir gar nicht sehen. Wir hatten ein kleines Problem heute auf der Fahrt hierhin. Und zwar ist unsere Satellitenanlage nicht reingefahren. Jedes Mal haben wir sie überprüft. Heute fahren wir zum ersten Mal los, ohne zu überprüfen. Und uns wurde per Handzeichen, Vom Fahrradfahrer. genau, von einem Fahrradfahrer bekannt gegeben, dass Irgendwas stimmt bei unserem irgendwas Bedacht stimmt auf unserem nicht. Dach nicht. Genau. Somit sind wir angehalten an der Seite und wir haben dummerweise gesehen, die Anlage ist nicht reingefahren. Wie kann denn so etwas passieren? Also ich habe es noch nie gehabt. Ich kenne das nicht. Ist Klar, für wir mich haben mal. ja anzufahren. Naja, Aber die natürlich. wollte ja erst auch nicht, ne? Nee, die wollte nicht rein. War einfach nichts zu machen. Das dauerte echt. Also wir mussten dann kompletten Strom abstellen und dann Ja, halt und mal er da. sagte, Batterie leer, war nicht leer, war rappelvoll. Wir haben mega Sonnenschein, wir haben unsere Solarpaneele oben drauf, also konnte die auch gar nicht leer sein, das wäre ein Ding gewesen. Also keine Ahnung, was das war, ich verstehe es nicht. Jetzt ist sie wieder drin, aber das hat ein bisschen gedauert. Ja, Also jetzt haben wir es wir hatten geschafft, schon ne? echt einen Schock. Hoffentlich ist das Ding nicht kaputt, weil ich ohne Fernsehen ist schon eine Katastrophe. Ja, Ja, du wenn ich ohne meine Fernsehen. Serie nicht gucken kann. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Du und deine Serien. Ja, da Ja, wäre ich zum klar. Monster. Ja, ich weiß nicht, hat jemand sowas schon mal gehabt an Erfahrung? Also, wie gesagt, Batterie, obwohl alles voll war. Ich hab keine Ahnung, was das war. Ich werde da nochmal dran gehen heute. Ich gucke mir das Ganze nochmal an, ob das jetzt ein bleibender Fehler ist oder ob das jetzt mal nur eine Ausnahme war. Falls irgendjemand damit Erfahrung hat, darf er uns das gerne mitteilen. Genau, auf jeden Fall. Also, wir freuen uns über jeden Tipp. Oder für uns ist das was ganz Neues heute gewesen. Wir haben keine Ahnung, Nein. was das war. Also ich bin noch nie mit ausgefahrener Aber wie gesagt, Satellitenanlage wir haben durch die das Gegend auch wieder gefahren, nicht ne? erst seit gestern. Nee, das kommt ja noch. Darum, also das ist schon so ein bisschen crazy. Also, Ja, das war der Hammer. ja, es war Ne? wirklich Also die haben echt echt so einen kleinen Schock spooky. gekriegt, ne? Das Ding hätte auch kaputt sein können jetzt, Boah, ich ne? habe echt gedacht, oh Gott, jetzt ist das Ding kaputt. Und die kosten ja nicht nur 2,50 €. Nee, Also, die kosten 3,45. 3,45 €. 3,45. Nein, aber falls da irgendjemand schon mal passiert ist oder so, man sollte sagen, was ist das für eine? Eine Oyster. Ja. Gut. Na, ist eine Oyster. Also, falls jemand so Und eine hat ich und fahre sie damit jetzt schon noch mal nicht raus. Wir Probleme sind hat oder so, ich. noch unterwegs. Wir stehen hier immer noch sehr schön. Ja, noch im Grün wieder ein Genau, kleines genau. Päuschen Kleines gemacht, Päuschen gemacht und um den dann. Schock zu verkraften. Ja, mussten wir das Notpäuschen machen. Wir mussten das Ding ja irgendwie wieder reinkriegen. Ne? Ja, Also, wie erstmal gesagt, das, Strom ne? einmal aus, Strom einmal wieder an und die Schüssel fuhr ganz langsam wieder rein. Ja, wirklich Aber ganz langsam. So. keine Ahnung. Ja, über Tipps von euch würden wir uns freuen. Definitiv. Ne? Also, Moment mal. Hiermit bye bye. Ich auch. Okay. Dann bis zum nächsten Ja, Mal. bis die Tage. Ciao.